So we can break apart the hit me if I seem a little unimpressed with this. An antisocial pessimist, but usually I don't mess with this, and I know. Okay, also das sieht schon mal sehr geil aus, so. Hups. Wow! Scheibe! Der bleibt... Alter, dieses Gespenst oder dieses Monster bleibt einfach hier hängen. Es kommt nicht mehr raus aus dem Kasten. Alter Schwede. Jetzt hatten wir aber Glück. Jetzt hatten wir aber Glück, Leute. Das wäre knapp. Das wäre knapp gewesen. Jo Leute, Maxstar hier und heute spielen wir The Scary Elevator. Ja, heute kommen wir nochmals zu einer Folge von einem Elevator und heute spielen wir den Scary Elevator. Und heute kann es nämlich noch gruseliger werden, denn gestern haben wir ja den Horror-Elevator gespielt und heute spielen wir den Scary-Elevator, also es kann nochmals gruselig werden, aber es hat Unterschiede, Leute. Ich bin mal gespannt und will sagen, es geht schon los, Leute. Okay, Leute, alles klar. Oh mein Gott, was ist das? Oh mein Gott. Okay, es ist vielleicht nicht ganz so gruselig, aber es ist krass. Es ist einfach irgendwie krass. Aber was man hier alles tun kann, ey. Ich möchte jetzt mal... Nein, hier nach oben kann ich nicht gehen. So, dann schauen wir mal, was das nächste ist, Leute. Und um was es dann alles geht jetzt in diesem Elevator. Denn ganz so viel Ahnung habe ich natürlich auch nicht. Und ja, falls euch etwas Neues auffällt, ich sitze nämlich auf einem neuen Stuhl, das habe ich auf Instagram gepostet, ich habe einen neuen Gaming-Stuhl. Und ja, deswegen bin ich froh und ich bin jetzt auch viel höher oben und muss nicht die ganze Zeit immer den Stuhl wieder nach oben tun. Jetzt bleibt es endlich so, wie es ist und ich bin sehr zufrieden mit meinem neuen Gaming-Stuhl. Oh mein Gott. Jetzt möchte ich mal hier runter schauen. Okay, also das... Oh nein. Nein. Nein! Zurück, zurück, Rückzug, Rückzug, Rückzug. Rückzug, der schnappt uns. Okay, Leute, also der Scary Elevator finde ich irgendwie heftiger als gestern der Horror Elevator bis jetzt. Aber das kann ich erst am Schluss sagen, Leute. Jetzt ist es eigentlich noch schwierig zum sagen, aber... Von der Meinung her finde ich es jetzt eigentlich schon irgendwie krasser als gestern der Horror-Elevator. Bei manchen Dingen, nicht bei allen Dingen. Bei manchen Dingen irgendwie schon, aber bei manchen Dingen auch nicht. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie es jetzt kommt. Oh mein Gott. Wow! Alter, ich habe genau gedacht, dass dieser Typ mich angreift. Ich habe genau gedacht, dass der mich angreift. Alter Schwede, was zum Himmelswillen, ey. Oh, diesen Ton kenne ich. Diesen Ton kenne ich. Wow, Alter. Okay, ein bisschen bin ich jetzt erschreckt, auch wenn ich es gesehen habe. Alter, das ist wirklich sehr fürchtend. Da kann man wirklich sagen, scary real hier in Roblox. Wirklich. Okay, was kommt als nächstes? Ist es... Okay, das sammle ich mal ein. Die Münze sammle ich auch ein. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Der sieht ja... Ich glaube, das war ein Killer-Clown. Ich glaube, das war ein Killer-Clown, wenn ich mich nicht täusche. Alter! Nein! Wow! Alter!
Okay, also bis jetzt, was soll ich sagen, Leute? Bis jetzt ist es etwa fast gleich gruselig, aber irgendwie noch zu harmlos als das als gestern. Aber das kann ich erst sagen, wenn wir mehrere Wellen durchgespielt haben. Ja, okay, alles klar. Und was kommt jetzt? Okay, das ist wirklich heftiger. Nein, er ist direkt hinter mir. Nein! Nein, Alter. Okay, die Musik, die ist wirklich... Die ist wirklich furchterregend, ey. Hui, 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 hui. Alter. Jetzt muss ich sagen, auf einer Seite ist es schon ein bisschen heftiger. Von den Reaktionen her ist es heftiger als gestern beim Horror-Elevator. Aber eben nicht überall, aber ein bisschen schon. Nicht ganz, aber bei manchen Wellen ist es wirklich... gibt es mehr Aktion, also was natürlich die Monster machen als gestern. Oh mein Gott, ein Gespenst. Alter Schwede. Komm hier durch, okay, kommt. Kommt, läuft, läuft, läuft. Oh mein Gott, das ist ja wirklich fürchterlich. Ja, den kennen wir ja. Den kennen wir ja. Den kennen wir ja. Das müssen wir ja nicht noch einmal machen. Oh mein Gott. Nein. Nein, 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 huiuiui, okay. Wir haben es überstanden, Leute. Ich habe mich ein bisschen erschreckt einmal, aber ich habe es zwar kommen sehen, aber trotzdem habe ich mich erschreckt irgendwie. Scheibe, ey. So, und was kommt jetzt? Okay, die Münze sammle ich mal ein. Ich gehe jetzt mal auf Risiko, Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Nein, 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 komm schon. Ah, Scheibe. Nein. Oh, Alter. Okay, das hat mich jetzt wirklich ein bisschen erschreckt. Ein bisschen, Leute. Holy moly, ey. Alter. Da geht ja viel mehr ab. Da geht ja viel mehr ab jetzt irgendwie. Habe ich das Gefühl als gestern beim Horror-Elevator. Also, falls ihr noch einen Vorschlag habt für ein Spiel in Roblox oder einen Elevator, könnt ihr es natürlich gerne in die Kommentare schreiben, Leute. Ich habe gedacht, ich werde heute nochmals so eine Folge machen von so einem Elevator und dachte, ja, den Scary Elevator, das könnte noch ziemlich cool mit euch werden. So, okay Leute, alles klar, ich habe zuerst gedacht, es sei dieser hier, dieser Spieler, oder das ist nämlich ein Spieler und ich dachte, der ist es gewesen, wo uns alle tötet. Was zu... Oh mein Gott, oh mein Gott. Alter, die sieht ja furchterregend aus. Also diese Monster und was das alles auch sind, ey, sehen viel furchterregender aus irgendwie. Bei manchen Sachen, wo kommen, nicht überall, aber bei manchen Sachen, Leute. Alter, es geht einfach viel mehr ab. Okay, ich bleibe hier oben, man weiß nie, wenn dieser Boden hier einstürzt. Ich bleibe lieber hier oben. Okay, und was kommt jetzt? Ja, viel Spaß. Viel Spaß. Okay. Bitte nicht auf dieser Seite. Ich bleibe am besten... Wow! Alter, das war sehr gemein, ey. Das war sehr gemein von hinten. Ey, das war... Ey, nein, bitte nicht noch einmal, ey.
Ey, das war so mega mies von hinten, ey. Das war so fies. Na! Ey, wie viel mal... Wie viel mal, bitteschön, will mich der noch kriegen, ey? Wie viel mal, bitteschön? Ja, toll. Jetzt sind wir... Aha, okay, jetzt sind die anderen Spieler wieder da. Ich wollte gerade sagen, jetzt bin ich alleine oder zu zweit in diesem Aufzug hier. Wow! Scheibe. Ja, da bin ich voll in die Falle geraten. Ja, der sieht jetzt wirklich aus wie, wie Jason der Killer. er läuft einfach in die Wand. Nein! Scheibe, Alter! Okay. Gestern waren Teil Monster waren noch ein bisschen harmlos, aber einfach ohne Gnade. Hier bei diesem Scary-Elevator sind die einfach ohne Gnade, diese Monster. Und das sollte natürlich auch wieder der Reiz ausmachen, was es spannend macht. Genau aus diesem Grund, Leute. Und ich habe ein bisschen geahnt und dachte, ja, der Scary-Elevator könnte noch ein bisschen mehr abgehen. Und dann habe ich gedacht, das möchte ich mit euch wieder aufnehmen. Das wird sicher wieder eine coole Folge und spannende Folge für euch. Okay, also das sieht schon mal sehr geil aus, so. Hups. Wow! Scheibe! Der bleibt... Alter, dieses Gespenst oder dieses Monster bleibt einfach hier hängen. Es kommt nicht mehr raus aus dem Kasten, alter Schwede. Jetzt hatten wir aber Glück. Jetzt hatten wir aber Glück, Leute. Das wäre knapp. Das wäre knapp gewesen. Der Aufzug sieht auch schon ziemlich scaryhaft aus. Oder besser gesagt, gruselig. Ja, das kennen wir. Nee, auf das falle ich nicht mehr rein. Auf das falle ich nicht mehr rein. Aber ich könnte es probieren, an ihn vorbeizukommen. Soll ich es riskieren? Okay, nee, es die Zeit reicht nicht mehr. Ich meine, gleich kommt die nächste Welle dann. So, weiter geht's. Gut. Ja, bitteschön. Wow. Okay. Oh mein Gott. Wow! Na! Schon wieder der gleiche Typ, einfach irgendwo an einem anderen Ort. Schon wieder dieser gleiche Typ mit diesem Messer, ey. Ich kann mich nicht einmal mehr hier oben sicher fühlen, Leute. Bei manchen Elevator konnte man sich noch hier oben sicher fühlen, aber bei diesem Elevator, bei diesem Scary Elevator, kann ich mich nicht einmal hier oben mehr sicher fühlen, ey. Scheibe. Tunnel, okay. Okay, Leute, das sieht spannend aus, aber irgendwie auch ziemlich geil. So, die Münzen sammle ich mal ein, Leute. Eine Schaufel. Wow! Alter!
Ich habe geahnt, Leute, dass hier mehr abgehen wird als beim Horror-Elevator. Alter, wie dieses Skelett auf mich zukam. Wow! Okay, ich habe gewusst, dass das Skelett dort war, aber trotzdem hat es mich irgendwie erschreckt, ey. Holy moly. Alter. Jetzt kommt langsam die Zeit, wo ich mich erschrecke hier, ne? In diesem ganz heftigen, scary Elevator. Der Horror-Elevator war ja noch teilweise manchmal bei manchen Wellen noch harmlos, aber da ist es nicht mehr so harmlos, Leute. Da wird es wirklich ernst. Und das seht ihr auch. Okay, was zum Teufel soll denn das, bitteschön? Wow, nein! Nein! Huiuiui. Okay, das wäre auch wieder knapp geworden. Er ist wieder hier an dieser Wand hängen geblieben. Hier draußen. Gut, da hatten wir wieder Glück. Sonst hätte er uns wieder gekriegt. Beinahe. Okay, da möchte ich jetzt nochmal sehen. Kennen wir zwar, aber... Wow! Alter, wieder direkt von hinten. Immer dieser gleiche Typ, ey. Immer wieder von hinten. Ey, ich sage euch. Eben. Da gibt's nichts mehr, wo man als Deckung nehmen kann. Das Einzige, was man... machen muss, ist einfach renn um dein Leben, heißt es einfach nur. Es heißt einfach nur renn um dein Leben in diesem Scary Elevator. Manchmal, ihr habt ja gesehen gestern, konnte man sich ja noch auf dieser Stange hier oben, wenn man drauf stand, kamen ja manchmal die Monster nicht dran, aber hier kommen sie trotzdem dran. Also gibt es nur ein Motto, einfach renn um dein Leben, heißt es halt einfach hier, Leute. Diesmal wird er mich nicht kriegen. Diesmal kriegt er mich nicht. Okay, bis jetzt kam nichts Neues. Im Moment. So, jetzt bin ich mal gespannt. Jason. Schon wieder. Ich habe es doch gesagt, Leute. Das ist doch Jason. Er sieht ja auch so ein... Okay, das ist jetzt wirklich Jason, der Killer, ey. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Jetzt müssen wir von Jason, der Killer, wegrennen. Ja, viel... Oh, er ist direkt hinter uns. Viel Spaß, Leute. Viel Spaß. Viel Spaß, Digga. Ich renne. Ich schaue nicht mehr zurück, Leute. Puh, ich bin davon gekommen vom Jason, der Killer. Jetzt war es wirklich Jason, der Killer. Ich habe gedacht, es kommt nochmals eine gleiche Welle, aber jetzt war es wirklich Jason, der Killer, ey. Huiuiui, jetzt waren wir in diesem Wald, ey. Und der war noch in der Nähe von mir. Der hätte mich auch beinahe, wäre schneller gerannt, hätte mich gekriegt. Huiuiui, war das ein Glück, ey.
Okay, wo sind wir dann jetzt zum Teufel? Ah, ich... Wow! Wow, Alter! Vor meiner Nase, ey! Scheibe! Alter! Ich bin einmal von ihm davon gekommen, aber nur für einen Moment, ey. Hat mich direkt wieder in die Finger gekriegt. Okay, jetzt kann ich... Ah, ich kann sogar vorne lesen, was kommt. Ja, das ist sehr nice. Ist mir erst jetzt irgendwie aufgefallen oder von ein paar Minuten. Okay, das kenne ich jetzt nicht. 911, what's your emergency? Ey, das sieht ja aus wie irgendwie in, ja, das sieht aus wie in einer Garderobe. Wow! Wow! Alter! Alter, das macht mir jetzt richtig Angst irgendwie. Das hat mir jetzt richtig Angst gemacht. Wow, verschwinde! Nein! Alter! Huiuiui, dieses Monster hat mich... Alter, das hat mich jetzt richtig erschreckt. Vor allem, wenn es mich noch verfolgt und in die Finger kriegt. Alter, dieser Elevator ist wirklich scary, ey. Wirklich gruselig, wirklich scary, ey. Viel heftiger geht's hier ab als gestern, ey. Viel, viel heftiger. Muss ich jetzt wirklich zugeben, Leute. Gestern war es eben noch teilweise sehr harmlos. Also das habe ich irgendwie ohne Probleme überstanden. Get ready, okay? Wow! Diese Musik kennen wir doch. Nein. 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 Slenderman. Diese Musik kenne ich noch, aber jetzt ist es Slenderman, der uns noch verfolgt. Na toll. Na toll. Schon wieder das zweite Mal. Oh mein Gott. So, mal schauen, ob was jetzt Neues kommt. Jetzt bin ich aber mal richtig gespannt. Huiuiui. Oh mein Gott. Alter. Lol. Wow. Alter. Diesmal hat der Aufzug keinen Boden mehr. Ach du heilige Scheiße, ey. Alter, ich habe ja gar keine Chance mehr, wenn ich in den Aufzug möchte, ey. Ich bin ja direkt die ganze Zeit wieder tot. Okay, jetzt kann ich wieder reingehen. Gut. So, was erwartet uns als nächstes, Leute? Was erwartet uns als nächstes? Schon wieder der Slenderman. Vielleicht wieder am gleichen Ort, ich weiß es nicht. Ja, der Slenderman ist schnell, also ich meine, davon rennen bringt jetzt auch nicht mehr viel. Alter, aber diesen Ton ist schon... Das ist schon wirklich, gruselig, ey. Schon wieder. Einfach kaum zu fassen, ey. Okay, was kommt als nächstes? Jetzt bin ich aber mal gespannt, ob wieder etwas Neues kommt. So, wenn jetzt nur noch alles wieder sich wiederholt, dann würde ich dann langsam sagen, beende ich dann bald die Folge. Und ich meine, es ist auch bald langsam Zeit. Aber ich schaue jetzt nochmals. Auch wenn nochmals die gleichen Wellen kommen, mache ich sie nochmals. SCP. Oh, jetzt wird's spannend.
Okay. Wow. Alter, den hatten wir aber schon. Aber es kann sein, dass es auf einem anderen Ort ist. Aber den hatten wir schon, ja. Wie soll ich von diesem flüchten, ey? Ja, komm. Alter. Alter. Wie der einfach drauf losstimmt. Das ist ja unmöglich, zum von diesem Monster zu flüchten, ey. Das ist ja unmöglich, Digga. Der ist ja viel schneller. Und niemand hat eine Chance, dagegen irgendetwas zu tun. Also ich meine, das ist ja unmöglich. Okay, Leute. Ich würde sagen, eine Welle machen wir jetzt noch. Und dann würde ich dann sagen, war es das dann auch schon für diese Folge. So, ich mache jetzt noch diese Welle mit euch. Lier, okay. Okay, das kennen wir ja. Gut. Ich sammle noch ein bisschen Münzen ein. Wow! Nein, schon wieder bin ich in den Boden eingestürzt. Ey, schon wieder. Na toll, jetzt kann ich wieder das Ganze abwarten, ja. Leute, was will ich machen? Der Boden ist wieder weg. Ja, super. Super Welle für das Letzte. Wirklich super Welle. Aber das Monster sieht eigentlich irgendwie nicht so gruselig aus. Es gibt gruselige Monster. So. Ja, Leute. Dann würde ich mal sagen, tue ich mal meinen Charakter hier zurücksetzen. Ja. Von meiner Seite her war es das auch schon wieder für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, würde es mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und ich wünsche euch natürlich noch einen schönen Abend, Leute. Und würde sagen, bis zum nächsten Let's Play, Leute. Haut rein, Leute. Und tschüss.